Jo moin, ihr fliegt doch heute Land Ratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Im ewigen Let's Play inzwischen, muss man ja fast sagen. Das mehr Folgen hat als sämtliche anderen Projekte, zumindest auf einzelne Playlists betrachtet. Ich glaube, das Einzige, was wirklich noch mehr hat, ist derzeit Star Trek Online. Verteilt auf die ganzen Kampagnen von Föderation, Klingon, Romulaner und so weiter und so weiter. Okay. Alter, jetzt seh doch mal zu. Oh, wir sind bis in Reichweite unseres Ziels gelaufen, zu Fuß. Danach habe ich gesucht. So, finde und sammle die Arzneikräuter, die... Was soll das denn? Die Arzneikräuter wachsen in Boiotien. Sie wachsen im nördlichen Teil der Ruinen von... Ach Gott. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll hier. Immer diese Wölfe. Das muss Schierling sein. So, eins. Ach, das war's schon. Wir sollen nicht drei, einfach nur eins. Okay. Hat doch keiner gesehen. Falls ihr jetzt fragt, warum, wir sind immer noch Spatiaten. Da ist ein Tor. Oh Gott, Entschuldigung. Könnte da auch mal Platz machen, liebe Leute. Hier habe ich deinen Schierling. Danke. Ich weiß, dieser Auftrag war unter deiner Würde, aber du hilfst meinem Patienten. Ich habe das Elixier vorbereitet. Nun müssen die Kräuter zerrieben und hinzugegeben werden. Das sollte ich hinbekommen. Sei vorsichtig mit der Menge, die du einrührst. Schierling lindert den Schmerz, doch zu viel davon ist tödlich. Oh Gott, nee. Okay. Das Spiel will, dass wir diese Entscheidung treffen. Und wie gesagt, ich bin ein Freund des Lebens, deswegen sage ich, wir nehmen erstmal nur die richtige Menge. Wenn es sein Leiden erstmal nur mindert. Okay, vielleicht wird er ja auch gesund. Vielleicht finden wir ja noch ein Heilmittel. Wir haben hier den besten Doktor der Antike. Wie vom Arzt verordnet. Er scheint ruhiger als zuvor. Das Mittel wirkt. Mit dem gewonnenen Wissen werde ich vielen helfen können, die noch zu retten sind. Oh, wir können ihn an Bord unseres Schiffes holen? Ja, gerne. Warum kommst du nicht mit mir? Meine Mannschaft und ich brauchen einen Arzt. Die Welt entdeckst du am besten vom Meer aus. Ja, das klingt nach einer guten Gelegenheit. Wenn ich dir folge, werde ich auf unterschiedliche Krankheiten treffen. So viel ist sicher. Krankheiten, Tote, Verletzte, Wunden. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Zu viel des Guten. Quest abgeschlossen. Sehr schön. Wir haben jetzt den berühmten Hippokrates als Crewmitglied dabei. Wie nice ist das denn bitte? So.
Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Hier ist mehr. Da sind noch Sachen. Das schauen wir uns doch jetzt einfach mal an. Oh Gott, das ist so weit draußen wieder, wa? Na los. Herr Gazeste, genau. Nein, nein, ich pass auf beim Reiten. Wenn sich jemand verletzt, dann ist er nur nicht rechtzeitig ausgewichen. Hat ja jeder die Chance auszuweichen, ne? Da unten ist ein Tor, Gott sei Dank. Okay, weil wir gerade hier in der Nähe sind. Hier ist ein Bauernhof. Aber der gilt nicht als Aufgabe auf der Karte, ne? Nee. Kann ich denn? Alter, ich hab dir geholfen. Warte mal, seid ihr Banditen? Das ist Icarus hier nicht verfügbar. Ja, waren wohl Banditen. Und du warst halt nur ein Athena. So. Ella. Holy shit, was ist denn hier passiert? Ella. Alessos. Okay. Oh Mann, ey. Banditenüberfall? Da nicht hochkommst. Come on. Muss ich jetzt echt die ganze Mauer hier umrunden? Aha. Ich sehe schon, wo das Problem hier liegt. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Vorsichtig. Vorsichtig, schmorsichtig. Ja. Was soll da noch sein? Ach, hier ist ein Silo, was wir jetzt noch kaputt machen können. Das haben die wohl noch nicht gemacht. Lauf, solange sie dich nicht vermissen und sich auf mich konzentrieren.
Okay, so, hier gibt es noch ein Ostrakon-Ding und ein Rätsel. Nee, ein Schatz, nicht ein Rätsel. Schatz ist da. Achso, das Ding ist da hinten. Okay. Willst du reden? Nee. Wie viel Holz braucht man, um auf die andere Seite zu gelangen? Reise gen Osten zur Küste des verfluchten Landes von Ödipus, dort, wo meine Brücke nach Euboea errichtet wird. Warte auf der letzten Planke. Okay. Okay, was ist was? Das ist Bojotien, das ist Euboea. Der Text da noch? Natürlich ist er jetzt weg. Warte mal, das war einmal hier irgendwo, ne? Na toll. Du warst noch neu. Da, wie viel Holz? Das war der Text. Reise gen Osten zur Küste des verfluchten Landes von Ödipus oder so. Dort, wo eine Brücke nach Euboea errichtet wird. Warte auf der letzten Planke. Das verfluchte, was ist denn das verfluchte Land? Also, hier ist Euboea. So. Das hier ist Bojotien. Ach, das hier ist das. Okay. Das heißt, irgendwo hier an der Küste wird eine Brücke errichtet. Also ich glaube, am meisten Sinn macht es irgendwie in dieser Ecke hier. Reisen wir doch einfach mal dahin. Huch, oh Gott. Ah Gott. Nicht, nicht. So, wir suchen eine Brücke. Da vorne ist sowas wie eine Brücke. Neue historische Orte entdeckt. Brücke nach Euboea. Findest mich auf der letzten Planke. Ostraka-Rätsel freigeschaltet. Ja, gelöst, nicht freigeschaltet. Und eine neue Gravur freigeschaltet. So. Guck mal, haben wir das auch mal gemacht. Nach ewig und 3 Jahren mal wieder. War jetzt auch relativ einfach. Södele. Warte mal, wo müssen wir eigentlich hin zurück? Ist in der Stadt noch eine Aufgabe? In der Stadt war nichts mehr, ne? Hier unten ist safe. Jetzt ist eigentlich nur noch dieses eine Frog-Zeichen hier übrig.
gibt keinen schönen Schnellreisepunkt dahin. Also entweder wir galoppieren jetzt von hier darüber oder von hier. Das macht keinen Unterschied, glaube ich, ehrlich gesagt. Achso, markieren sollen wir uns das nur. Da. Schnellreise könnte uns vielleicht ein paar Meter näher ranbringen, aber dann haben wir ein paar Sekunden Ladebildschirm, dann können wir in der Stadt nicht schnell reiten. Verlieren auf der Suche nach dem nächsten Stadttor wieder ein bisschen Zeit. Also, ich glaube da. Hier ist irgendwas mit Bauernhof. Müssen wir den noch machen? Nee, der ist erledigt, ne? Wir sind zumindest keine Aufgaben, sagen wir es mal so. Das denn? Das sieht aus wie so ein. Zumindest sah das gerade aus wie so ein. Huch, was ist es denn? Bär? Oh, klar, ein Weißer auch noch. Hier wollte ich nicht unbedingt hin. Ups. Au. Entschuldigung, Vorboss. Ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, dass das aussieht wie ein riesiger Schlangenkopf. Reit hier nicht verfügbar. Ach, come on. Ach Gott. Ach ja. Was ist jetzt hier? 40 Meter? Die blutrünstigen Hauer. Ach so, hier sind so Schweinis. Ein Fall ging daneben. So. Juhu. Oha. Haben hier aber schon so einige mit ihrem Leben bezahlt. Huh. Interessant. Wo geht denn diese Höhle hin? Ah ja.
Haben wir wieder ein kleines Banditenversteck gefunden. Bei dem die Banditen irgendwann einfach mal Teil der natürlichen Nahrungskette wurden. Okay. Ja, komm. Du schaffst das. Adiops. Sehr schön. So. Nochmal ein letzter Blick hier drüber. Ich hoffe, hier ist sonst nichts mehr. Der ist hier oben auch mal wirklich alles abgeschlossen haben. Das wurde ja auch mal Zeit. Ach, die wären hier schon längst durch und dann ist hier noch so viel. Hier ist aber tatsächlich was. Festung von Plattaya oder sowas. Welche Richtung? Ich hab's wieder nicht markiert, oder? Dahin. Wie ich sehe, würde ich sagen, machen wir das einfach in der nächsten Folge. Ich renn und watschel schon mal dahin. Bis dahin, macht's gut, ne? Hummel, Hummel. Moss, Moss.